Was ist das richtige Licht für deinen Online-Auftritt und was funktioniert überhaupt nicht? Das erzähle ich dir in diesem Video. Schön, dass du dabei bist in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Trainerin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Gutes Licht ist enorm wichtig, wie du vor der Kamera wirkst und ob du gut aussiehst. Ich erinnere mich an eine Fernsehsendung, die ich vor vielen, vielen Jahren moderiert habe für eine Produktionsfirma und mit der bin ich wegen des Lichts in einen riesen Streit geraten. Was war das Problem? Das Licht kam immer ganz extrem von oben, also von oben auf mich herab. Und ich sah dann immer 10 Jahre älter aus. Und das war in einer Zeit, da war ich noch Ende 20. Also ich hatte dann immer so Schatten unter den Augen und hier die Falten kamen total raus. Und was habe ich gemacht? Als junge Moderatorin war ich nicht so ganz diplomatisch. Ich habe gesagt, naja, das Licht ist nicht optimal, ich sehe einfach nicht gut aus. Und habe mich über das Licht beschwert. Das Ergebnis, wir sind so extrem in Streit geraten, dass wir uns am Ende voneinander getrennt haben. Und ehrlich gesagt, ich war auch froh drum, weil ich sah einfach unmöglich aus in dieser Fernsehsendung und das wollte ich auch nicht. Wie sieht eigentlich gutes Licht aus oder wie schaffst du es, dass du bei deinen Online-Auftritten gutes Licht hast, sodass du professionell wirkst und auch gut aussiehst? Es gibt ein paar Grundregeln, die möchte ich dir in diesem Video zeigen. Grundregel Nummer 1 ist, dass das Licht nicht von oben kommt, so wie ich es dir gerade beschrieben habe. Also wenn du in einem Büro sitzt, unter einer Neonleuchte, ne, gibt es ja oft so in Büros, dann kriegst du ganz viele Schatten ins Gesicht und das wirkt nicht gut. Genauso schlecht ist, wenn das Licht von hinten kommt. Also wenn jetzt hier direkt hinter mir ein Fenster wäre, dann wäre von mir nicht so viel zu sehen. Das kennst du, wenn du fotografierst im Urlaub und du fotografierst gegen das Sonnenlicht, dann ist die Person im Vordergrund schwarz. Nächste Grundregel, was überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn du ein Fenster von der Seite hast. Dann bist du nämlich auf einer Seite, der Seite des Fensters, sehr hell und die andere Seite verschwindet im Dunkeln. Du könntest das ausgleichen, wenn du auf die andere Seite eine Lampe stellst, eine starke Lampe, die genauso stark ist wie das Fenster auf der anderen Seite. Aber das haben ja die wenigsten zu Hause, wenn sie eine Online-Konferenz machen oder eine Online-Präsentation. Was also funktioniert, was benutze ich für meine Videos, für meine Online-Auftritte, das zeige ich dir gleich. Ich möchte dich an der Stelle noch einmal einladen, wenn du an deinem Auftritt vor der Kamera arbeiten möchtest, dann haben wir für dich ganz tolle Seminare im Programm, der E-Learning-Kurs, sicher vor der Kamera sprechen, da kriegst du ganz schnell innerhalb kürzester Zeit das Wissen, was du brauchst. Hier oben haben wir es auch noch mal verlinkt. Und wenn du mehr Tipps haben willst, kostenlose Tipps, dann am besten diesen Kanal abonnieren. Alle 2 Wochen teile ich hier mein Wissen mit dir. Was benutze ich an Licht? Das möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Ich habe ganz unterschiedliche Lampen im Einsatz, je nachdem, für welchen Zweck ich sie gerade brauche. Hier für diesen YouTube-Dreh arbeiten wir ausschließlich mit Tageslicht und mit Softboxen. Softboxen, das sind diese Strahler, die du jetzt hier siehst, die machen ein ganz weiches Licht und die machen auch eine natürliche Atmosphäre, so wie du es jetzt hier siehst. Wichtig, es gibt eine Regel beim Licht, wenn das Licht ausschließlich von vorn kommt, dann wirkst du zwar hell, aber relativ zweidimensional. Wenn du noch eine Lampe von der Seite dagegen setzt, dann kriegst du mehr Tiefe ins Bild und du wirkst nicht nur hell, sondern auch dreidimensional. Eine andere Lampe, die ich auch bei Gelegenheit benutze, ist ein Ringlicht. Ich zeige dir das mal. Ich habe hier eins mitgebracht heute für diesen Dreh. Das ist diese Lampe. Hier hast du, ich mache es mal kurz an. Die ist dimmbar, ne? Von ganz hell bis ganz gering und die hat hier ganz, ganz viele kleine LED-Leuchten, die ringförmig aufgebracht sind. Damit kriegst du ein ganz wunderbares, gleichmäßiges Licht von vorne. Gerade bei Online-Konferenzen, Online-Präsentationen kannst du mit solch einem Ringlicht arbeiten. Das sieht immer gut aus, ist aber sehr viel Licht von vorne, hat eben nicht diesen dreidimensionalen Effekt. Und eines solltest du auch wissen, wenn du einen ganzen Tag lang
in so eine Lampe guckst, dann ist das möglicherweise etwas anstrengend. Mir persönlich ist es zu anstrengend, deswegen benutze ich diese Lampe nicht für lange Auftritte vor der Kamera. Eine weitere Lampe, die ich in meinem Studio habe, ist dieser kleine Flächenstrahler. Das ist was Kleineres mit LED-Leuchten. Die machen auch mal an, ganz kurz, ne, jetzt überstrahlt ein bisschen das Bild. Da siehst du, da sind diese LED-Leuchten auf einer kleinen Fläche angeordnet. Ist nicht so groß wie diese Ringleuchte. Damit kannst du punktuell gewisse Sachen anleuchten. Ich persönlich nutze die zusätzlich zu meinen Softboxen in meinem Studio, wenn ich gewisse Punkte nochmal speziell anleuchten möchte. Du könntest aber auch, wenn du jetzt einen kleinen Schreibtisch zu Hause hast und sagst, naja, ich möchte nur ein bisschen schöneres Licht haben für meine Online-Präsentationen, die ich mache im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, könntest du auch einfach zwei von diesen aufstellen. Das ist immer noch besser als gar kein Licht, weil gar kein Licht ist keine Option aus meiner Sicht, weil das Tageslicht ist nie so perfekt, dass du damit gut vor der Kamera aussiehst. Ich würde immer noch ein bisschen zusätzliches Licht hinzugeben. Gerade jetzt im Winter in Deutschland, ja, da ist es ja nicht so hell draußen. Und von daher würde ich mich auf keinen Fall auf das Tageslicht verlassen. Und wenn du gutes Licht hast, dann solltest du natürlich noch auf dein Make-up achten. Wie ein gutes Make-up aussieht für die Kamera, für Online-Auftritte, das erzähle ich dir im nächsten Video. Also abonniere gerne diesen Kanal und verpasse kein Video mehr.